Hallo, heute habe ich ein kleines Video für euch vorbereitet, in dem es um Nagelpflege geht, wie ich meine Nägel pflege. Und als erstes habe ich vorbereitet, wie ich meine Nagelhaut pflege. Und also ich habe zwei Dinge. Können wir es sehen? Ja. Ich habe einmal das Essence SOS. Das ist so, was ist es? So ein Peeling, genau. Und das ist so, Moment. Mit so einer Pipette. Und dann habe ich noch das Öl, Nagelöl. Ja. Also, und man kann eigentlich beides verwenden. Ich mache es meistens so, wie ich gerade. Ja, keine Ahnung. Ich nehme halt mal das und mal das. Und jetzt mal das zu dem SOS-Peeling. Das kann man mit oder ohne Nagellack auftragen. Ohne pflegt dann halt die Nägel noch zusätzlich. Und wenn ich halt Nagellack drauf habe, wie jetzt, pflegt halt nur die Nagelhaut hinten. Und ich trage das immer so auf. Ich mache ein wenig hier in diese Rille. Dann hier auf die andere Seite noch, wenn was drin wäre. Auf die andere Seite. Und dann noch hier unten. Ja, ich habe irgendwie Probleme. So. Ich glaube, das erkennt man ganz gut. Dann könnt ihr entweder den Finger nehmen oder so ein Wattestäbchen. Ich nehme jetzt mal ein Wattestäbchen, um es euch zu zeigen. Und ich reibe das hier so in die Nagelhaut ein. So. Moment. Okay. Die roten Perlen gehen meistens nicht richtig weg. Nehme ich dann einfach die andere Seite vom Wattestäbchen und tue das damit wegmachen und dann kann man mit dem Finger nochmal drüber und dann merkt man schon, dass es viel weicher ist. So. Das Nagelöl wird eigentlich genauso angewendet. Moment, jetzt muss ich meinen Finger noch sauber machen. Also ich nehme einfach das Öl, das hat so einen ganz normalen Pinsel und Lavendelblüten. So, nehme ich jetzt den gleichen Finger. Sie ja, warte. So, und dann tue ich das auch wieder hier unten und da an den Seiten schön in die Ecken. Und dann nehme ich wieder das Wattepad und tue das schön in die Rillen, so, in die Nagelhaut ein. Drücken, sage ich jetzt mal so, und wenn es denn so ist, dann massiere ich das noch so ein. So, eigentlich war das jetzt schon das mit Öl und für die Nagelhaut. Und wenn ihr dann, zum Beispiel, wenn ihr jetzt kein Nagellack drauf habt, könnt ihr das einfach so machen. Warte, ich zeige es euch. Einfach hier, so am Rand, wie schon gesagt. Und dann so nach vorne ziehen mit dem Finger einfach. Über den Nagel und es pflegt dann zusätzlich noch den Nagel halt. So, jetzt habe ich noch meinen Nagelhärter. Das ist ein ganz normaler Nagelhärter. Ihr könnt auch einen nehmen, zum Beispiel von Manhattan hatte ich schon mal einen. Der war so leicht weiß, aber ich habe jetzt einen durchsichtigen, weil das finde ich irgendwie besser. Und ich nehme den einfach eigentlich jeden Tag, mache eine Schicht drauf. Ich mache es einfach so, ich mache so ungefähr spät nachmittags oder abends, mache ich eine Schicht drauf. Dann am nächsten Tag auch wieder und am dritten Tag auch. Am vierten Tag mache ich meistens so, also vormittags so, wenn ich jetzt nachmittags so um 4 ungefähr den Nagelhärter immer drauf gemacht habe, mache ich dann so um 2 oder so, mache ich das alles weg am vierten Tag. Und dann abends oder nachmittags halt um 4, wenn ich jetzt so gesagt habe, mache ich das wieder drauf und dann wieder von vorne. Also 3 Tage drauf. Dann runter machen am vierten Tag und wieder drauf. Und dann wieder 3 Tage, weil der Nagel, der kann das, den Nagel leider nicht so aufnehmen nach dem vierten Mal. Weil es wird dann zu dick. Und ich
Mache auch noch, wenn ich mir die Nägel lackiere, oder das mache ich eigentlich auch immer sonntags oder so, am Ende der Woche halt einfach einmal in der Woche, nehme ich so ein Ding, weiß nicht, wie das heißt, keine Ahnung, und damit schiebe ich meine Nagelhaut immer hier zurück, damit dann, ja, keine Ahnung, nein, und dann schiebe ich die einfach zurück, und dann mache ich das Öl oder das Peeling drauf. Also ich schieb's zurück, mach das Öl oder das Peeling drauf, massiere das ein und dann kann sich eigentlich auch nichts entzünden. Also bei mir hat sich bis jetzt noch nichts entzündet. Ja, das war's eigentlich schon. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir einfach eine Nachricht schicken oder einfach unten mal Kommentare eine Nachricht hinterlassen. Ich hoffe, euch hat mein kurzes Video gefallen und ja, bis dann. Tschüss.